So, hallo nochmal. Willkommen zum letzten Video für heute mit dem Mazda Dune Racer. Ja, das ist mir auch beim letzten Mal gebrochen. Das gehört eigentlich da auf den Helm raufgeschraubt. Man kann es aber mit Superkleber noch ankleben. Es reicht aber auch, wenn man das einfach nur da so hineinlegt. Das ist dieser Staub-, Dreck- und Wasserschutz. Für die Elektronik ist jetzt nicht unbedingt extrem wichtig, dass es da so oben sein muss. Ja, dann werden wir mal anstecken und starten alles. So. So. Piep, piep. Ja, die Karosserie ist jetzt schon wieder ein bisschen bedient. Das ist einfach, wenn man ein paar Mal stürzt. Ewig halten tun diese Dinger ja leider nicht, wie wir schon oft gesehen haben. Ach so, Timer. So. Timer, dieses Mal nur 15 Minuten und starten. So, in 15 Minuten wird das Video vorbei sein und ich werde nach Hause gehen und dann werde ich es auch schon hochladen. Jawohl, los geht's. Ja, das soll jetzt tun. Der meldet sich schon. Keiner hat zu viel geflogen anscheinend. Solange es fährt. Habe ich aber oft schon gehabt, dass das Servo genauso geklungen hat. Und am nächsten, bei der nächsten Fahrt war es wieder alles gut. Also. Hoppla, doof Kopf. Oh, 50-50 Grind, ein ungewollter. Jetzt habe ich mich ein bisschen verschätzt und bin da so schief raufgefahren mit zwei Reifen. Von den Teilen her, die sind da recht günstig. Da kann ich euch sogar sagen, was gut ist, wenn man sich gleich mitkauft. Und zwar, wenn ihr euch das kaufen solltet, ist es gut, so Spur- und Lenkstangen zu kaufen mit den Kugelkopfpfannen drauf. Die sind sowohl vorne als auch hinten die gleichen. Dann ist es auch noch gut, wenn ihr euch besorgt vielleicht Achsschenkel. Die sind auch sowohl vorne als auch hinten die gleichen. Ist sehr praktisch, weil man da nicht immer Verschiedenes kaufen muss. Und es ist immer das Gleiche. Man kann sie sogar umdrehen untereinander. Sollte irgendwo vielleicht eine Schraube drin stecken, ein Rest, weil die Schraube von den Dämpfern gebrochen ist. Stoßdämpfer
ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein paar als Ersatz dazu kaufen, aber normalerweise werden die nicht so schnell kaputt. Stoßdämpfer Öl wäre vielleicht sinnvoll, dass ihr wenigstens einen Ersatz habt. Und für die Reifen, wenn ihr wisst, ihr wollt einiges selbst machen auch, oder zumindest wenn ihr wisst, dass ihr das Hobby länger machen wollt, Felgenkleber oder Sekundenkleber. Eine Lenkungseinheit wäre auch nicht schlecht, also das, was einige unter Servosaver verstehen. Nur wie gesagt, ist ja leider keiner, ist nur eine Lenkungseinheit. Na, hätte ich mehr Gas geben sollen. Hey, ach, blöder Ast. Ja, das kommt vor. Ja, also wer ein gutes Mittelklasse-Auto haben will in dem Bereich, für relativ wenig Geld, muss ja nicht immer gleich ein Traxxas sein, ist mit dem sehr gut beieinander. Und ihr seht ja schon die ganze Zeit, was das Ding aushält bei meinem Fahrstil. Hat kein TSM drinnen, also kein Traxxas Stability Management, so wie meine. Aber egal, braucht man nicht unbedingt. Thank you.
Tipps verlinkt und verschätzt. Gerade noch. Das ist zu hoch gewesen. Na? Aha.
Das war viel zu hoch. Das habe ich jetzt unterschätzt, die Geschwindigkeit. Bist du wahnsinnig? Das war ein bisschen sehr hoch. Ja, ich hoffe, verzeih mir das. Bist du wahnsinnig? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja. Dumm. Dumm Kopf, dumm Kopf, dumm Kopf. Ah ja, Viertelstunde ist um. Gut. Na, rauf mit dir. So, aber jetzt. Na dann, hätten wir das auch erledigt. So. Bye bye. Geringer Stromverbrauch. Ja, ja. Ja, na dann war's das mal wieder mit den Videos, mit den Autos. Der linke Reifen vorne hat schon fast kein Profil mehr auf gewissen Stellen. Aber hauptsächlich innen. Witzig. Aber die hinteren sind noch gut. Irre. Naja, was soll's. Ja, gut, das war das letzte Video für heute. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die Videos sind nicht immer zu lange. Ich weiß, ich mache gerne längere Videos. Ich finde es cool, wenn man längere Videos hat. Aber ihr müsst euch ja nicht alles komplett anschauen. Aber wenn ihr heute auch nicht alles anschaut und ich habe dazwischen vielleicht ein paar Tipps oder so, dann verpasst ihr die halt. Aber ist nicht so schlimm. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch und wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Ciao!